Ja, ich habe noch weitere Fragen, bevor ich zustimme. Ich werde die Verbindung zu dem Wahaki suchen, das bist du offen. Fragen wir mal. Ask. I would not have you journeying to Oryokoiki uninformed. Stell Fragen, ich würde nicht wollen, dass du dich uninformiert nach Oryokoiki begibst. Sie öffnet die Hand und nickt. Ich würde gerne mehr über die Wahaki erfahren. Oryokoiki, was soll das heißen? Oryokoiki, das verfluchte Land der Leichen? Was erhoffst du denn aus diesem Bündnis zu gewinnen? Ich habe genug gehört. Nehmen wir erstmal das erste. The Wahaki did unspeakable things to survive the downfall of our ancestors. Cannibalizing the injured and making blood sacrifices to the gods. Yay, Kornanhänger. Es wird berichtet, die Wahaki hätten entsetzliche Dinge getan, um den Untergang unserer Vorfahren zu überleben. Es ist die Rede von Kannibalentum. Sie sollen die Verwundeten gegessen haben und den Göttern Blutopfer erbracht. As the dust settled, the other tribes learned to keep their distance from the tribe. Nachdem der Staub sich gelegt hatte, haben die anderen Stämme gelernt, sich von diesem Stamm fernzuhalten. Those who do not think like my brother say the Wahaki never recovered from the loss of Ukaizo. Diejenigen, die anders denken als mein Bruder, behaupten, die Wahaki hätten sich von dem Verlust von Ukaizo niemals erholt. Oryokoiki, das verfluchte Land der Leichen. The corpses refer to the pungent Koiki trees, the curse. Mit den Leichen spielt man auf die Koiki-Bäume an. Sie stinken schrecklich. Und was den Fluch betrifft, sie zuckt mit den Schultern. There are Inguithan ruins on the isle. I say our ancestors were either superstitious or had no taste for Koiki. Auf der Insel gibt es Ruinen Ruinen der Inguithan. Ich nehme an, unsere Vorfahren waren entweder abergläubisch oder die Koiki haben ihnen nicht geschmeckt. Weil wir treiben jetzt so viel für diese Fraktion hier, dass wir unser Hauptziel, nämlich Iotas, schon fast aus den Augen verloren haben. Ja, was hoffst du aus diesem Bündnis zu gewinnen? Are always stronger together than we were apart. I want the Wahaki to remember this. Die Huana sind zusammen immer stärker als wir alle einzeln. Ich will, dass die Wahaki sich daran erinnern. Today we are tribes, united under the gods. Tomorrow we can be an empire, and the Deadfire are protected haven. Heute sind wir Stämme unter den Göttern vereinigt. Morgen können wir ein Imperium sein und das Todesfeuer unser geschützter Hafen. Ich habe genug gehört. Ikera, dann hast du also vor, die Wahaki aufzusuchen und den Kahanga ihre Stärke zu bringen. Ja, ich werde die Verbindung zu den Wahaki suchen und das Beste hoffen. Setz die Segel zur Insel Oryokoiki und kehre zurück, wenn du dir vom Stamm eine Antwort verschafft hast. Ganz gleich, ob es eine gute oder eine schlechte Antwort ist. Die Insel liegt nordwestlich von Nekataka. There is a phrase which will protect my royal herald. Over crumbling mountains, across blighted seas. If you remember this, it could save your life. Es gibt einen Satz, der meinen königlichen Herold beschützen wird. Über einstürzende Berge und über stürmische Meere. Es könnte einmal dein Leben retten, wenn du dich daran erinnerst. Und Ikasa entlässt dich mit einem Nicken. Über einstürzende Berge und über stürmische Meere. Das werde ich mir merken. Write it down if you must, but recall it when the time comes. The Wahaki are not a trusting people. Dann schreibe es halt auf, wenn es unbedingt sein muss. Hauptsache, du erinnerst dich daran, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Die Wahaki sind nicht gerade vertrauensselig. Ich. Und Ikasa nickt und entlässt dich mit einer Handbewegung. So ist jetzt die Sache. Ob wir damit die anderen Questreihen, also Prinzipi, Valianische Handelsgesellschaft, Todesfallgesellschaft, damit ein bisschen kaputt machen. Das hier ist Krummsporn. Zu Krummsporn segeln wir, wenn wir von Dings zurück sind. Das kann ich mir wahrscheinlich jetzt gerade nicht anzeigen lassen. Nein. Minimum-Mannschaft 5, ja. Hier könnten wir halt noch einen Kanonier einsetzen und ich wüsste auch, wo ich eine Kanonierin herkriegen würde.
Oh ja. Oh ja, gucken wir erst einmal, wie hat es meinem Ruf getan? Nekataka hat das nicht wirklich einen Abbruch gemacht. Wieso gucke ich bei Nekataka? Ich muss bei den Huana gucken. Da hat es einen Abbruch gemacht, nämlich einen Punkt hier. Abzug. Warum auch immer das bei den Huana einen Punkt Abzug gemacht hat. Und nicht in Nekataka? Oder habe ich den Punkt schon vorher gehabt? Ich werde hier einfach mal einen neuen Spielstand anlegen. Den nenne ich schon mal ruhig LP043. Oh, wir sind schon bei 43. Das ist echt das Schlimme an dem Spiel. Man kann so viel kaputt machen. Und lade einfach mal 42 nochmal. Weil es sind wirklich teilweise Widersprüche. Was denkt das Spiel ist das Richtige? Was denkt man selber ist das Richtige? Und dann ist es trotzdem immer noch das Falsche. So, gucken wir mal hier jetzt. Ja. Das hat mir wirklich einen Abbruch gekostet, das Teil in Sicherheit entkommen zu lassen. Wie hat das eigentlich meinen Werten hier unten geschadet? Das habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Nicht wirklich viel. Ah ja, der Minuspunkt hier bei den Huana ist nicht so toll. Bin echt am überlegen, ob ich das Ganze nochmal machen soll, aber... Nee, wisst ihr was? Ich lasse mal die Huana, wie sie sind. Ich finde auch lustig, dass die Dämmerungssterne hier hinten sind bei den Huana. Die werden wahrscheinlich einfach nur so verteilt sein. Irgendwie zufällig random. Gut, ich lebe mal jetzt mit der Konsequenz. Das nächste Mal mache ich es auf jeden Fall besser. Das weiß ich schon mal. Ja. Oder wenn ich halt das Ganze mal privat spiele, kann ich mehr rumtüfteln mit dem, was ich mache. Was war das gerade? Onekasa hat ihre Meisterwasser vom Main bestellt. Ich möchte mal behaupten, da bereitet sich gerade ein Krieg vor. Ja. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt den Huana nur geschadet hat. Also meinem Ruf bei den Huana. Und ich auch noch meinem Ruf bei Nekataka. Und ja, hab ich das eigentlich schon vorgelesen bei den Huana? Fruchtbare Allianz. Königin Osekasa hat mich gebeten, den Wahaki-Stamm für ihre Sache zu gewinnen. Obwohl er streitlustig ist und Zwietracht stiftet, hat sie das Gefühl, dass sich der Stamm in den kommenden Tagen vor Streit als ein kritischer Verbündeter herausstellen wird. Ja, was hat sich hier gemacht? Die Königin erwartet einen vollständigen Bericht zu den Ereignissen in der Wasserformagete. Ich finde sie im Dachgarten des Kahanga-Palastes von Schlangenkrone. Ja, Onekasa braucht jemanden, der nach Gilmeister in Mairo sucht. Ich habe Sirilophas auf Nekataka freigelassen. Ist war das richtig? Ich kann jedoch nicht vorhersagen, welchen Schaden meine Entscheidung anrichten wird. Und eine fruchtbare Allianz. Königin Onekasa, ja. Der Stamm ist auf Oriokoiki, einer Insel, die mit aller Macht verteidigt wird, nordwestlich von Nekataka.
Königin hat mir die Losung verraten, die ihren Herold den Wahiki gegenüber ausweisen wird. Sie lautet: Über einstürzende Berge und über stürmische Meere. Oriokuiki, das verfluchte Land der Leichen, hat seinen Namen wegen des Reichtums an Kuiki, Leichenfrucht, Bäumen und Gerüchten über Ingvitana-Ruinen tiefen Dschungel erhalten. Die Königin riet mir zur Vorsicht, da die Wahiki eine brutale Geschichte haben und schreckliche Dinge taten, um das unberechenbare Klima des Fußfalls zu überleben. Die Königin beabsichtigt, die Huana zu der imperialen Macht zu ein, die sie früher war. Ja, ich gebe jetzt der Frau draußen vor dem Palast die Tafel, dass ich die Quest auch mal los bin. Eigentlich wäre es wirklich das Beste, wir lassen Eotas machen, was er vorhat. Und gehen lieber Urlaub machen. Worry me, Alof. I'd be letting the lass out to play more. It isn't you, and I didn't ask. Could make a right nice excuse to be exploring you. Well, everything, I. You do realize you're not the first ill-mannered Orlin to suggest that? Alof und Seraphin haben auch interessante Geschichten. Wäre ich es, Alof, würde ich das Mädel öfter zum Spielen rauslassen. Du bist es nicht und ich habe nicht gefragt. Könnte eine nette Ausrede sein, um deine, tja, alles zu erkunden, Ei. Du weißt schon, dass du nicht der erste unhöfliche Orlaner bist, der das vorschlägt. Ja, der andere Druide, den wir damals hatten, der war auch nicht gerade höflich, stimmt schon. Der war nur kein Pirat. Hi, you return. What say, friend? Du bist zurück. Was sagst du, Freund? Ja, das Artefakt übergeben. Ich habe die Tafel aus Akemirs Schatzkammer. Vorgeben, die Tafel fallen zu lassen. Ich habe hier das Harapo Hoppla. Ich habe Fragen zu der Tafel. Ach, geben wir sie einfach. Akira, you've restored to us a piece of our history. Ikea, du hast uns einen Teil unserer Geschichte zurückgegeben. Vorsichtig umschließt sie die Tafel mit ihren Händen. Ja, ich habe den Epos verloren, habe aber 2500 Kupfer erhalten und sehr viel Erfahrung. The Queen thanks you, my friend. We are a step closer to. Die Königin dankt dir, mein Freund. Wir sind einen Schritt näher an. Die Tee schweift ab, als eine geflügelte, ledrige Gestalt sich aus der Ferne nähert. Oh. Hey, you the Watcher? Hey, bist du Wächter, der eben piekst dich mit, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen? Das bin ich. Warum interessiert dich das? Abstand halten oder ich schneide dir diese hübschen Flügelchen ab. Nichts sagen, nehmen wir die zwei. Arkanir, the great master has returned. Invites you to join him at the estate. Says you know where that is. Arkanir, der große Meister ist zurück. Lädt dich ein, ihn im Anwesen zu treffen. Sag, du weißt, wo es ist. Der gibt ein raues, schiefes Kichern von sich und hält sich die Klaue vor dem Mund, um ein fieses Grinsen zu verstecken. Sag ihm, dass ich komme. Ich werde zu ihm gehen, wenn ich Zeit habe. Worum geht es? Oh no! Master doesn't tell us imps anything. Weiß nicht, Meister erzählt uns Imps nie was. Die Art und Weise, wie er jedes Wort ausspricht, impliziert, dass der Imp sich in Sarkasmus übt. Ich werde gehen, wenn ich Zeit habe. But whoever has time, you have to make time. Hey, wer hat schon Zeit? Du musst Zeit schaffen. Der Imp nimmt sie. Nickt sich selbst nachdenklich zu. Find Master in his study. Don't be late. Suche Meister in seinem Studienzimmer auf und nicht verspäten. Der Imp zinkert dir zu und flattert davon. That was faster than I anticipated. I had hoped for more time to work with the Queen on her formal apology, but I will have to accelerate our plan. Tja, das ging schneller als ich dachte. Ich hatte gehofft, mehr Zeit zu haben, mit der Königin an unserer förmlichen Entschuldigung zu arbeiten, aber nun muss ich unseren Plan beschleunigen. Sie runzelt die Stirn, offensichtlich beunruhigt. Thank you again, truly. This may be our most meaningful step towards Ukaizo. We just have to pray that Arkemir doesn't put hexes on his belongings. Noch einmal vielen Dank. Das könnte unser wichtigster Schritt in Richtung Ukaizo sein. Wir müssen nur beten, dass Arkemir seine Besitztümer nicht mit Flüchen belegt. Sie hält die Tafel mit größter Vorsicht. Du hast Ukaizo zuvor nicht erwähnt, Thea. Ah, well, it's a sensitive matter, is it not? The Huana and the Royal Deadfire Company are hardly the only ones with an interest in the island.
pays to maintain some discretion. Tja, eine delikate Angelegenheit. Ich warte, Johanna und die königliche Todesfolgegesellschaft sind kaum die einzigen, die ein Interesse an der Insel haben. Es zahlt sich aus, möglichst diskret zu sein. Sie hustet in ihre Faust und wendet ihren Blick ab. Dann leb wohl. On the bright side, if he wanted to kill us, he probably wouldn't have bothered with the imp. Die gute Nachricht ist, dass er uns vermutlich nicht töten will, sonst hätte er den Imp nicht geschickt. Ah je, jetzt müssen wir uns auch noch mit Akemir beschäftigen. So wie der Typ schon rüberkommt, ist er ein Größenwahnsinniger. Aber wenigstens sind wir hier etwas weitergekommen. Das war... Nein, nicht das da. Der Windspielmann. Achso, eben noch nach Jacolo.